Ja, wieder mal Hallo vom Zentrum für Yoga mit einem, nun, ich muss immer dasselbe sagen, mit einem Video über Yoga, Leben und Gesundheit. Es geht um die Abwehrkraft auf den Ebenen, die man hat. Wie viele jeder Mensch hat, weiß ich nicht. Aber was man auf jeden Fall weiß, was es für Ebenen des Menschen gibt, das ist die körperliche, materielle Ebene. Es gibt die seelisch-geistige Ebene, es gibt die göttliche Ebene. Und wie sieht es aus mit der Abwehrkraft? Wenn wir in die Gesellschaft schauen, muss man leider, leider, leider sagen, dass die Abwehrkraft stark gesunken ist. Der Körper hat keine Kraft mehr, um Viren, Bakterien abzuwehren, Gräser, Pollen, Tierhaare. Keine Kraft sieht man auch in der Haut bei Hauterkrankungen. Der Körper hat keine Kraft, die Haut zu beschützen, sage ich mal. Das Immunsystem ist geschwächt. Manche Menschen bekommen bei Infekten nicht mal mehr Fieber, Temperatur. Das heißt, der Körper kann nicht kämpfen. Nun, wie der Sportler weiß, der Kampfsportler natürlich, wenn ich in den Wettkampf gehe, muss mich vorher warm machen, gut gedehnt sein, geschmeidig sein und dass die Muskeln durchblutet sind, dass ich besser arbeiten kann und kämpfen kann. Und das Immunsystem kann kämpfen, wenn wir trainieren, wenn wir Fieber bekommen. Doch es geht schon bei Kindern los, ein bisschen Fieber, 40 Fieber. Dann müssen manche sofort Medikamente geben. Nun, ist natürlich immer individuell, wie weit man es kommen lässt, wie viel man dem Kind zumuten kann. Aber ich denke mal, viele Menschen geben dann zu früh irgendetwas an Medikamenten. Ja, und dann gibt es diese Schlumpfungen und dann wird das Immunsystem gedrosselt. Warum? Weil man alles von außen bekommt. Und einfach den Vergleich, wenn jemand alles Geld bekommt, von alleine, was er braucht, was er möchte, warum muss er dann arbeiten? Und das Immunsystem genauso. Warum sind Menschen anfällig für Erkältungen, für diese ganzen Allergien? Weil sie eben nicht trainieren. Das Fitnessstudio für das Immunsystem ist in uns drin. Und so können wir selber trainieren. Müssen wir nirgendwo mehr hin. Müssen vielleicht in den Wald, um mal im Schmutz zu graben, um sich mit den Stoffen auseinanderzusetzen. Wir dürfen auch mal krank werden im Sinne von Infekten. Auch Kinder dürfen Kinderkrankheiten bekommen, dass sie trainieren. Kinderkrankheiten haben dann noch weitere Bedeutung, aber jetzt geht es ja hier um die Abwehrkraft. Oder wenn wir weitergehen auf die seelisch-geistige Ebene, Kinder werden immerhin zur Schule gefahren, Helikoptereltern nennt man das, glaube ich. Wie wollen Kinder alleine zurechtkommen? Auch wenn sie sich prügeln und hauen und drangsalieren, man muss den Kindern versuchen beizubringen, löst seine Themen selber. Nun, die meisten Kinder können, wenn man sie lässt, wenn man ihnen mal zeigt, wie man sowas machen könnte. Und selbst wenn sie es nicht wissen, ist es wie ein Training. Gut, wenn es natürlich sehr schlimm ist wie Mobbing, dann muss man natürlich eingreifen. Aber viele Eltern greifen einfach viel zu früh ein. Auch die Therapeuten, die Ärzte greifen viel zu früh ein, statt dass man die Menschen mal mit sich selber arbeiten lässt. Wenn sie nicht, dann heißt es. Ja. Und so werden viele Immunsysteme einfach nicht trainiert. Man lässt sie nicht, weil wenn, dann ist gefährlich. Ja, es ist alles gefährlich. Beim Autofahren macht man es auch nicht. Sobald man
zu schnell fährt, 10-mal geblitzt wird, macht man nicht sofort: Ah, Sie dürfen kein Auto fahren. Das ist viel zu gefährlich. Sie können das gar nicht. Ja, man kriegt dann Punkte, aber man darf trotzdem weiterfahren. Ja. Und so entsteht, wenn man es so will, Kontrolle über den Menschen. Man versucht immer sofort einzugreifen als Eltern, als Therapeut, als Arzt, als Regierungsmitglied, um Menschen im Griff zu haben. Denn was wäre, wenn Kinder ihre eigene Meinung bekommen, ihre eigene Meinung sagen und andere Meinungen abwehren könnten? Ja, das kann man sich mal selber ausmalen. So hat man im Grunde Angst, krank zu werden, Dinge nicht kontrollieren zu können. Und das schwächt den Organismus. Und dann traut man sich nicht, selber zu kämpfen, sich selber mit was auseinanderzusetzen. Und so lernt man nicht zu kämpfen, zu widerstehen. Kein Boxcoach würde sagen: Komm, ich stell mich rein, komm, ich geh mal mit in den Ring rein, ich helfe dir ein bisschen. Nein, der sagt: Mach diese Technik, mach jene Technik, aber machen muss er selber. Beim Immunsystem auch, man kann es unterstützen mit Vitaminen, Mineralstoffen, mit Schröpfen, mit Akupunktur, aber machen muss man es selber. Und wenn man Medikamente nimmt, die das Fieber einfach runterdrücken, dann unterdrückt man den Kampf. Wenn man das Kind, das eigentlich alleine zur Schule gehen könnte, unterdrückt und es hinfährt, weil man als Eltern Angst hat, dann tut man dem Kind nicht wirklich was Gutes. Wenn man alles den Menschen abnimmt, auch älteren Menschen vielleicht, wenn man ihnen immer alles abnimmt, weil es geht dann schneller, no, wenn man bei der Oma zum Kaffee ist: Komm, ich mach dir das, dann ist schnell, dann können wir schnell wieder nach Hause. Warum lässt man nicht die älteren Menschen das machen, was sie noch können? Und vielleicht gucken, vielleicht geht noch ein bisschen mehr. Und dann bleiben sie im Leben. Aber vieles muss schneller gehen. Das Immunsystem kann nicht trainieren, weil ich muss auf die Arbeit. Ich brauche Antibiotika, ich brauche dies, ich brauche das. Und dann sieht man, das Training geht verloren. Menschen werden geschwächt, können sich nicht richtig auskurieren. Und wenn ein Mensch schwach ist, kann er leichter kontrolliert werden. Menschen, die eine eigene Kraft entwickeln, ein eigenes Immunsystem, lassen sich von anderen nicht alles sagen. Auch vom Chef zum Beispiel auf der Arbeit nicht. Der Chef steht halt weiter oben, so denkt man immer. Der kann natürlich bestimmen, darf ich hier arbeiten oder nicht, das ist ja sein Laden, aber mehr auch nicht. Er darf mich als Mensch nicht schlecht behandeln. Doch manche sind eben nicht in Saft und Kraft voll aufgeladen und dann sagt der Chef: Bleiben Sie doch mal länger, man kann nicht Nein sagen, man bleibt da. Kann man machen, aber besser wäre es, aus eigener Entscheidung zu machen. Ja, komm, der Chef ist immer nett, komm, dem helfe ich mal. Oder komm, heute habe ich Zeit, kein Problem. Aber eben nicht immer. Und das ist genau die jetzige Situation. Menschen haben zu wenig Kraft, Krankheiten zu überwinden. Da gibt es chronische Krankheiten. Und das sieht man ja auch in der Psychologie. Menschen haben keine Kraft, fühlen sich überfordert. Statt dass sie Nein sagen: Kommt, mir reicht es, es wird mir zu viel, Chef. Ich kann nicht mehr wie arbeiten, aber Wochenends, da muss ich zu Hause sein. Ja, und manche schaffen es eben nicht. Oder werden gemobbt, können nicht widerstehen, werden geärgert, drangsaliert. Und auch im Internet passiert es ja, Menschen, die geschwächt sind, die empfindlich sind, die sensibel sind,
werden dann gerne angegriffen und dann gehen sie unter. Und manche hat man auch schon gehört in den letzten Jahren, die bringen sich um, weil sie nicht widerstehen können. Und so braucht es innere Kraft und das hat mit dem ganzen Leben zu tun. Somit stärkt man sein körperliches, psychisches Immunsystem, indem man anfängt schon mal gut zu essen, gut zu schlafen, sich mehr auszuruhen, etwas für sich tun, sich mit sich selbst beschäftigen. Und dann trainiert man. Und nicht immer alles unterdrücken mit Themen, mit Medikamenten, mit Therapeuten. Ach, ich brauche den Therapeut und den Therapeut und den und den und den. Weil dann lenke ich mich mal kurz ab und das, was mich überfordert, das drücken wir mal weg. Oder der Therapeut, die Therapeutin nimmt das mal kurz für mich ab, eine halbe Stunde. Und dann nehme ich es wieder mit nach Hause. Immunsystem gibt es auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele. Psychoimmunologie und wie heißt es, Resilienz, das Immunsystem der Psyche sozusagen. Und so gibt es eben viele Krankheiten und besonders chronische, weil man nicht kämpfen kann, weil man nicht abwehren kann, weil man nicht robust genug ist. Und wenn wir dann auf der anderen Seite diese ganze stressige Lebensweise betrachten, das schwächt den Menschen, das überfordert den Menschen und das zapft alle Kraft ab und eben auch vom Immunsystem. Das kennen so Sportler, Schwimmer zum Beispiel, die sind schnell mal aufgrund ihres Trainings an zu viel des Guten, weil sie Leistung bringen, schneller mal an einem Infekt erkrankt, weil sie empfindlich sind. Nun, das war's mal wieder vom Zentrum für Yoga. Stärke, also deine Abwehrkraft, dein Immunsystem auf allen Ebenen. Und es ist immer eine Lebensweise und nicht, ah, ich nehme jetzt mal 5827 Milligramm Vitamin C jeden Tag. Das bringt nichts. Ich nehme Nahrungsergänzung, das bringt nichts, weil das Immunsystem mit dem ganzen Menschen, mit dem ganzen Leben, mit dem Umfeld, mit der Energie, mit allem zu tun hat. Nun, gerne teilt die Videos, wenn ihr Menschen kennt, die an Immunschwäche leiden, an Kraftmangel. Und gerne dürft ihr sie auch in die Praxis empfehlen in Nürnberg. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.